Schönen guten, meine Lieben, hier sind wir wieder mit Dark Souls, jawohl. Ich habe jetzt länger nichts aufgenommen und habe heute die letzte Folge, die ich hatte, hochgeladen. Das war die 18. und demnach ist das jetzt hier die 19. Und was wir als erstes machen wollen, wir haben ja so schön gefailt da letztes Mal, dass wir da unsere ganze Menschlichkeit verloren haben. Deswegen werden wir jetzt mal eben kurz eine nehmen. Und jetzt, ja, muss ich, glaube ich, tatsächlich tun. Man will mal die Ausbildung umkehren, weil wir jetzt was vorhaben. Quasi. So, jetzt sind wir wieder menschlich. Und, Moment mal, müssen wir hier vielleicht mal irgendwas reparieren? Ja, kann man machen, ne? Ist nicht viel, aber der Mensch freut sich. Genau. Helm. Gut. Das reicht erst einmal. So, jetzt sind wir gerüstet. Jetzt gehen wir runter. Genau, wir hatten ja letztes Mal diesen Dämonen hier, diesen Bösen. Der ohne Kopf war. Den Drecksack haben wir ja platt gemacht, nachdem er uns zweimal oder dreimal platt gemacht hat. Ich weiß es gar nicht. Irgendwie sowas. So, jetzt wagen wir uns hier in diesen bösen, dunklen Wald. Wird schon ganz komisch, wenn ich dran denke. Ja, ja, ist klar. Wie gesagt, ich bin ein bisschen raus. Ich weiß jetzt, länger nicht gespielt und so. Also weder hier noch auf der PS3 oder sowas. Aber das sieht gut aus. Als wenn das noch einigermaßen klappt. Da müssen wir halt nur aufpassen, so ein bisschen, ne? So ein bisschen vorsichtig sein. Genau, wir sind jetzt im Finsterwurzgarten. Natürlich noch nicht so richtig. Wir müssen erstmal. Also die haben noch so eine andere Attacke, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Die können dann auch so grabben, sag ich mal. Da darf man also nicht so nah rangehen eigentlich. Ich habe jetzt hier fast... Und der kommt nämlich normalerweise hinterher, deswegen musst du hier ein bisschen gucken. Oh, jetzt geht es hier weiter. Nee, geht es nicht. War hier nicht irgendwas? Haben wir schon irgendwann was aufgehoben? Können da runtergehen. Wollen wir das? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber wir gucken mal. Wir gehen einfach mal gucken, ne? Irgendwas ist hier. Soweit ich weiß. Was war denn hier nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Scheißendreck. Schon so lange her. Hier ist das Finsterwurzbecken. Genau. Und hier wollte ich eigentlich noch nicht hin. Aber hier ist auch nichts versteckt, ne? Da liegt zwar was. Ah ne, da ist, liegt nichts. Ach scheiße. Das ist Dingens gewesen. Schade eigentlich, die hätte ich gerne gehabt. Fürs Funkeltitanit. Ne war. Hier ist irgendwo noch so ein Ritter. Also ne, hier will ich eigentlich nicht hin, hier will ich nicht hin. Nein, 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 nein. Tut mir leid, falsche Richtung gelaufen. Also, ich muss ja mal gucken, was da ist, ne? So, wir sehen zu, dass wir wieder hochkommen, weil das ist jetzt erstmal interessant. Das machen wir später. Würde ich sagen. Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen erstmal gucken, dass wir uns eventuell mal so langsam eine bessere Rüstung besorgen. Und eine neue Glut. Genau, um die geht es mir hauptsächlich, dass ich hier lang gehe. Beziehungsweise... Moment, hier ist irgendwo ein Ding noch. Hier noch nicht, okay. Ja, wie gesagt, das ist schon etwas länger her jetzt gerade. Da vorne liegt nämlich noch was. So ist es. Komm ran hier, du! Da liegt auch noch einer. Da liegt noch, da rechts unten, wenn ihr das seht. Da hängt noch einer in der Erde. Da. Seht ihr? Zack. Megwara. Lila Moosklumpen droppen die. Braucht man später. Also ja. Ist ganz gut, wenn man sie hat. Sagen wir so. So, dann gibt es hier noch was. Eine Seele. Genau. Abholen. Weiter geht's. Und dann haben wir da vorne ein Leuchten. Ich
glaube, es leuchtet. Genau, da wollen wir gleich lang. Und hier gibt es natürlich ein Secret. Und das Secret heißt Leuchtfeuer. Das werden wir natürlich mal entzünden. Wunderschön. Werden wir auch dran rasten, ist die große Frage. Ja, wir werden dran rasten, das ist die große Frage. Ich wusste nicht mehr, dass hier eine ist, dann hätten wir auch hier Menschlichkeit nehmen können. Ist jetzt egal. Jetzt haben wir sie ja schon. Entfachen brauchen wir das jetzt noch nicht, glaube ich. Vielleicht später mal, ne? Oh, übrigens könnte ich immer wieder umschalten, so. Genau. Ich glaube, das Wappen haben wir ja schon gekauft. Das könnten wir hier einsetzen. Aber das wollen wir doch nicht. Wie gesagt, wir wollen hier später nochmal wiederkommen. Ich will erstmal hier erstmal eine Sache machen, ne? So, dann können wir hier durchlatschen. Dann haben wir hier schon mal Nebel, wie ihr seht. Das weiß ich gar nicht. Gehe ich erstmal hier lang. Oh, nee. Tue ich nicht, oder? Nee, die kann man so gar nicht killen. Noch nicht. Die muss man erstmal... Schade. Ha, kacke. Da muss ich jetzt... Ne, doch nicht. Alles klar, Baby. Dann hast du verkackt jetzt. Man kann die also vorher killen. Das wollte ich wissen. Beziehungsweise das wusste ich vorher nicht. So wirklich. Aber es ist ja gut, dass man das kann. Denn die wollen, da kommen, glaube ich, jetzt 5 Stück auf einmal oder so. Und da habe ich keinen Nerv zu. 3 Stück nur? Okay. Man übertreibt halt mal, ne? Was soll's. Wenn man das hier anfasst, das Gerät, dann stehen die alle auf und dann hast du ein Problem. Genauso ist es nämlich. Und wir wollen keine Probleme. Alter, könntest du jetzt mal hier bitte den Kollegen da umhauen? Sonst lass ich ihn aufstehen. Ist nur noch einer, oder? Komm her. Zack, da steht er auf. Gut, noch eine Seele mitgenommen. Alles klar. Und da liegt noch ein Klumpen, glaube ich. Wunderschön, wunderbar, genau. Hier geht's weiter. Ne, hier geht's nicht weiter. Hier unten geht's weiter. Genau. Durch diese gute, alte, dreckige Nebelwand. Das wird ein Spaß, Marie. Ja, Nebelwand bedeutet, wissen wir ja alle, hier gibt's einen Boss. Genau, hier gibt's einen Boss. Aber wir werden noch sehen. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo gehe ich lang. Das ist nämlich eine böse Falle. Ich gehe erstmal hier lang. Ich sehe nämlich gerade, da bewegt sich was. Und das ist dieser böse Baum hier. Und wie ihr seht, er ist kein Gegner, also er tut mir nichts. Aber er kann sterben. Ich glaube, irgendwann stand mal noch nicht so ganz fest, ob die mal was tun sollten oder nicht oder wie oder was. Ich weiß nicht, ob sie die vergessen haben dann letztendlich. Ich sehe schon wieder, ich habe den Mauszeiger hier mitten im Bild. Ne? Ist natürlich voll scheiße. Wo tun wir mal hin? Hier unten so, wa? So. Geil, welche Richtung? Ei, caramba, die sind böse. Die sind, glaube ich, ganz schön böse. Ja, ich weiß nicht mehr, was die genau machen, aber die sind nicht so schön. Aber wir haben ja ein wunderschönes Claymore. Ja, wie gesagt, ich hatte ja so lange aufgenommen, 18 Folgen und dann nichts mehr aufgenommen. Und dann habe ich natürlich in 18 Folgen ewig gefragt, ja, wo gibt's denn hier das nächste Claymore? Ja, habt ihr mir gesagt, es gibt, es war mir schon fast klar, dass es das nicht mehr zu kaufen gibt. Und ja, aber gut, dass ihr mir das nochmal gesagt habt, fand ich gut. Und jetzt weiß ich halt Bescheid. Und jetzt kann ich mich darauf freuen, dass ich das Spiel wirklich dann nochmal spielen muss. Also ich weiß nicht, ob ihr da mal irgendwie einen zweiten Durchgang mal sehen wollt oder so, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich es machen werde. Wahrscheinlich eher nicht. Moment mal, hier sind Viecher noch irgendwo, ne? Genau, aber wo? Ich werde mich mal hier so links halten, war, glaube ich, das Problem. War, glaube ich, die Wiese. Wobei ich es nicht weiß. Ne, da ging es nicht rein, okay. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was es hier gab. Wie gesorgt, da liegt schon mal eine Ritte. Wow.
Schnauze. Weg. Oh, andere Richtung. So. Ciao bella. Schade, schade, schade. Ciao bella, kaputt, Kamachi. So, tschüss. Hier, die grünen Blüten, ja, das sind so Ausdauer Regenerations, ne? Irgendwie sowas. Oder die regeneriert dann schneller oder irgendwie, was war da? Auf jeden Fall gibt es hier noch eine Kriegerseele, wunderbar. Nicht hundertprozentig nützlich. Ich laber einen Scheiß heute, ich weiß nicht warum. So. Pass auf! Jetzt gibt es nämlich hier. Übrigens gucke ich hier so. Nee, sag ich nicht. Aber wir lassen jetzt mal diesen alten Ritter aufstehen hier. Den kann man jetzt noch nicht anvisieren. Bis er aufgestanden ist. So nämlich. Und erst dann. Genau, erst dann können wir hier loslegen. Und tschüss. Echt? Sind wir schon so stark, dass wir nur zwei Klöpper brauchen? Das war mir nicht so, das war mir nicht bewusst. Ehrlich gesagt. Da hatte ich keine Ahnung von, du. Hör mal zu, Alter. Aber ich glaube, hier liegt auch nur einer, ne? Ich will mal gucken nochmal. Ich weiß es nicht genau. Hier ist Ende. Im Gelände. Hier liegt nur einer rum. Echt wahr? Ja, später kommen die anderen dann alle. So, jetzt wollte ich mal hier eben hochgehen, gucken, was da gibt. Da gibt es nämlich einer. Da oben steht auch noch einer, genau. Irgendwie so war das. Hier ist nämlich auch noch irgendwo einer. Der ist auf diesem engen Gebiet hier. Ein bisschen scheiße. Aber was soll das hier machen, ne? Wir ziehen durch und fertig. Da ist das gute Stück. Wie gesagt, zwei Schläge braucht er nur, dann sind wir damit fertig. Adios, amigo! So. Hier geht's weiter hoch. Und hier liegt ein Wolfsring. Genau. Was ist hier immer? Ein tiefer Abgrund. Da kann man darüber springen. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich habe es noch nie ausprobiert. Falls einer von euch ausprobiert hat, und das hat bestimmt einer ausprobiert, dann schreibt es mir noch mal rein da unten. Ich würde es mal interessieren, was es da gibt. Oder wo wir da gerade sind. Ich habe nämlich keine Ahnung. So genau weiß ich es nicht. Ich habe, wie gesagt, habe schon lange nicht vorbeigeschaut hier. So, jetzt haben wir die Ecke fertig. Dann gehen wir hinten wieder raus. Irgendwo von da muss man gekommen sein. Fürchte ich. Ja, da geht's lang. Genau, hier waren die Lutscher. Die Pösen. Dann geht's da weiter. Wolfsring können wir uns ja vielleicht gleich mal angucken. So, und jetzt kommt der Hammer hier. Das ist nämlich der Hammer hier. Mit dem Hammer hier. Da liegt nur ein Ritter, den holen wir uns noch, glaube ich. Aber hier stehen auch Bäumchen auf, ne? Ja, ja, irgendwie sowas ist da. Komm her, mein kleiner Ritter. Sind die ein bisschen stärker? Kann das sein? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht immer so den Plan. Ich weiß es nicht. Aber die sind halt sehr lahmarschig. Das kommt uns natürlich zugute. Das wollen wir, genau. Ciao. Die droppen hier schon mal Rüstungsteile, ne? Das gibt so eine Steinrüstung, nennt sich das, glaube ich. Das ist nicht schlecht, hör mal. Das ist nicht so schlecht, ist aber scheiße schwer, das Gerät. So, hier liegt ein Baum in der Ecke. Hier wollen wir natürlich plündern, wollen wir mal gucken, was wir haben. Natürlich Kloßmumpen. Kloßmumpen haben wir hier. Den noch weg. Und jetzt hoffen, dass nur einer kommt da. Von den Riddern. Von den Pösen.
Und was da liegt, das ist nämlich, glaube ich, was für uns. Das ist nämlich, das müsste theoretisch sozusagen, quasi gesehen, müsste das sein, die... Oh, das ist scheiße. Sind wir jetzt... Hat er uns erwischt? Nee. Das macht da so ein bisschen Verlangsamungsdingens. Liegt da was? Nee, das war das Wasser. Also da werden wir so ein bisschen... Da sind wir auf einmal so lahmarschig, Junge. Und das ist voll kacke, ey. Da sind wir schon lahmarschig. Dankeschön. Ich habe alles verstanden. So, tschüss. Hast du was fallen lassen? Hör mal. Kannst du was fallen lassen? Nee, lässt er nicht. Schade, blöd gelaufen. Dann haben wir hier noch ein Bäumli. Oder haben wir den schon? Den haben wir schon gekillt, ne? Aber auf der anderen Seite liegen noch zwei. Ja, Jetzt ist die Frage, gehen wir da einmal rum? Tänzeln wir da einmal drum rum oder was? Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es mal aus. Da liegt doch bestimmt noch irgendwo einer. Im Garten. Na, schade. Schön liegen bleiben da. So. Alter. Bin ich fertig. Alter! Komm schon. Ich will die Bäume hier gerne weghaben erst. Ah, shit. Oh, Kage. Nicht so weit in den Wald reinlaufen, weil hier liegen noch irgendwo andere Ritter. Kann ich euch nur einen Tipp geben. Erstmal die Bäume weg. So. Und tschüss. So, wir ziehen uns mal ein Estus rein. Flups. Ist ja klar, ne? Ist ja klar. So, pass auf. Jetzt waren wir doch hier irgendwo. Wo waren wir denn hier? Ach, da. Ja, Orientierung, ne? Ist immer so eine Sache. So, dann haben wir hier die Elite-Ritter-Rüstung. Genau die habe ich nämlich gesucht. Die ist noch schweineschwer, soweit ich weiß. Ich will mal gucken, ganz kurz. Was haben wir denn hier? Kopf, Standardhelm, Elite-Helm. Gewicht, guck mal, der Helm wiegt schon einen mehr, sozusagen. Jetzt sehe ich aber hier gerade nicht, dummerweise, wie viel das ausmacht, ne? Bei mir. Wo können wir hier umschalten? Gegenstand ablegen? Nee, Status umschalten. Belastung. Sind wir bei 25,9 und haben insgesamt können wir 57 noch was. Also wir lassen die Rüstung erstmal an. Aber es ist schon mal gut, dass wir eine bessere gefunden haben. Genau. So, liebe Freunde. Und jetzt würde ich nämlich mal meinen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und gucken dann, wie es hier weitergeht. Also, macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.